Anton-Krenko-Schule mitten in Stuttgart. Es ist nur ein Katzensprung zur Kulturmeile, zum Staatstheater, wo die Großen Ballett tanzen. Kommt rein. Ich mache gerade meine Aufwärmübungen, aber das ist mein Zimmer. Hier gibt es mein Bad. Wir haben eine eigene Dusche und alles. Dann hier schlafe ich. Katja Battaccia ist 17 und eine von 40 Internatsschülern. Sie kommt aus Italien, in der Nähe von Venedig. Katja tanzt und singt, seitdem sie 4 ist. Zur Erinnerung hängt in ihrem Zimmer ein Foto ihrer alten Ballettlehrerin. Es ist sehr schön, wenn ich aufstehe und dieses Bild sehe. Das erinnert mich an zu Hause und an diese schönen Momente. 9 Uhr und Katja ist aufgewärmt, bereit für den Unterricht. Wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt ins Ballettsaal. Vorbei an der Göttin des Tanzes. Zu ihren Füßen derjenige, der das Stuttgarter Ballett berühmt gemacht hat. John Krenko. Für Katja sind die Ballettsäle das Schönste an der neuen Schule. Die mag sie besonders gern. 8 gibt es insgesamt davon. Sie alle sind großzügig und modern. Zeitgleich in einem der anderen Ballettsäle unterrichtet der Direktor der Schule. Tadeusz Matacz. Er hat zurzeit viele Sorgen wegen Corona. Die Schule war seit März geschlossen, alle Schüler aus über 20 Nationen zu Hause. Nur Online-Unterricht. Seit Mitte September sind sie zurück. Zurück in der neuen Schule. Und er? Ja, geht's mir sehr gut, aber es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, wenn man wechselt von einem Gebäude in eine andere. Dann war ein bisschen schwer, sich das alles vorzustellen. Aber wir sind tatsächlich gekommen in ein Gebäude, das 10-mal größer ist als unsere alte Gebäude. Auch diese kleine Bibliothek gehört dazu. Ein Raum, der die Geschichte des Stuttgarter Balletts erzählt. Interviews mit Intendanten, Bilder und Biografien berühmter Tänzer. In der hauseigenen Mensa ist Katja zu Mittag. Sie hat mittlerweile 3,5 Stunden Balletttraining hinter sich. Nebenan eine Erzieherin des Internats. Sie schaut nicht nur nach den Tischmanieren, sie schaut auch, dass keiner ein Handy beim Essen dabei hat. Und das neue Gebäude? Wie findet sie das? Man verliert sich zwar ein bisschen noch das eine oder andere Mal, aber ich finde es richtig gut. Sich in dem Neubau verlieren, das passiert leicht. Denn ein Stockwerk gleicht dem anderen und es gibt 10 davon. Für Katja ein gutes Training. Alle Schüler müssen Treppe laufen, Aufzug fahren dürfen nur die Mitarbeiter. Nächstes Jahr feiert die John-Krenko-Schule 50 Jahre. Eine alte Schule in neuem Design. Doch noch immer gilt, wer Talent hat und zielstrebig ist, bekommt einen Platz. So wie Katja. Obwohl ihre Eltern mit Ballett nichts zu tun hatten. Die Mutter Apothekerin, der Vater in der Autoindustrie. Aber bei der Begabung, da macht es Katja nichts aus, auch noch Deutsch als Prüfungsfach zu haben. Sie spricht ja eh schon 5 Sprachen. Tschüss, arrivederci, au revoir, goodbye, das Vidania und das war's.